Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Schwedische Akademie zwei überraschende Preisträger verkündet. Dieses Mal geht der Literaturnobelpreis an eine Autorin, die von vielen seit Jahren als Favoritin gehandelt wird, an die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Sie gilt als eine der bedeutendsten französischen Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihr Werk ist stark autobiografisch geprägt. Und wir fragen bei Christian Blenker nach in Stockholm, wer ist denn Annie Ernaux? Was muss man über die Preisträgerin wissen? Annie Ernaux ist 1940 in Frankreich geboren, wuchs in einfachen Verhältnissen in der Normandie auf. Und ihr erstes Buch, das schrieb sie schon mit 34 Jahren. Mitte der 80er kam dann der große Durchbruch und Bücher wie Les Années, die Jahre, wurden wirklich zu Kassenschlagern, weil Annie Ernaux eben mit einer sehr einfachen, sehr klaren Sprache geschrieben hat. Ihr Werk ist sehr autobiografisch und die Autorin legt offenbar auch keinen Wert auf ständige Erreichbarkeit, denn das Nobelkomitee in Stockholm hat sie zunächst gar nicht erreichen können. Das hat erst später eine schwedische Nachrichtenagentur geschafft. Sie sagte, sie hat den ganzen Morgen gearbeitet, deswegen konnte sie nicht ans Telefon gehen. Aber sie fühlt sich natürlich sehr geehrt durch diesen Literatur-Nobelpreis. Und darüber hinaus, wie genau begründet denn die Nobelpreisjury ihre Entscheidung für Ernaux? Ja, in der Begründung sagte das Komitee heute in Stockholm, Ernaux habe einen sehr kühlen, sehr sachlichen Blick auf die Dinge. Diese autobiografische Sicht auf die Weltlage macht sie so einer spannenden Autorin. Und sie hat sich sehr schwierigen Themen gestellt, oft auch weiblichen Themen. Abtreibung zum Beispiel, Scham oder das Brechen mit Konventionen, das kommt immer wieder in ihren Werken vor. Deshalb bekommt sie in diesem Jahr den Literatur-Nobelpreis zugesprochen. Christian Blenker, danke schön für die Erläuterung. Danke schön nach Stockholm. 50-50. So stehen heute die Chancen für Eurowings-Passagiere, mit dem Flugzeug ihr Ziel zu erreichen. Die Airline hat jeden zweiten Flug gestrichen, weil ihre Piloten noch bis Mitternacht streiken wollen, vor allem für bessere Arbeitsbedingungen. Es ist kompliziert mit dem Flug in die Sonne, wenn der Flieger einfach nicht startet. Betroffen rund 70.000 Passagiere, die heute mit Eurowings reisen wollen. Die Pilotengewerkschaft hat zu dem ganztägigen Streik aufgerufen. Und viele Reisende sind ganz schön gefrustet, denn mehr als jeder zweite Flug fällt aus. Und dann immer in den Schulferien, dann treffen sie die wirklich davon nur in den Schulferien fahren können. Das finde ich schon schade. Jeder muss gucken, dass er bei der Situation, die wir im Moment haben, mit dem ganzen Inflation, alles muss er sehen, dass er sein Geld irgendwo herkriegt. Und deshalb verstehe ich das irgendwie, dass die heute streiken. Ansonsten, finde ich, sollten die Piloten vernünftige Reisezeiten und so weiter natürlich haben. Das unterstütze ich, aber wir sind natürlich die Leidtragenden. Da Eurowings viele Kunden bereits gestern informiert hat, habe es an vielen Flughäfen keine großen Probleme gegeben. Der Pilotengewerkschaft Cockpit geht es in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen und mehr freie Tage für die Pilotinnen und Piloten. Wir können an 365 Tagen im Jahr eingesetzt werden, das werden wir auch. Und hier möchte man gerne eine Anpassung haben. Hier möchte man gerne sagen, okay, wir brauchen mehr Ruhezeiten, wir brauchen kürzere Einsatzzeiten, damit die Erholung eintreten kann, die sie brauchen, wenn sie diesen anspruchsvollen Job ausüben. Eurowings sagt, es stehen Gehaltserhöhungen an. Die Forderungen seien unverhältnismäßig und maßlos, genau wie der Streik, der bis heute Nacht bundesweit andauern soll. Es sind besondere Zeiten. Ein Krieg tobt in Europa. Gleichzeitig rückt der Kontinent so eng zusammen wie wohl noch nie. In Prag treffen sich Staats- und Regierungschefs aus 44 europäischen Staaten zum Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Dabei sind die 27 Mitglieder der Europäischen Union plus 17 weitere europäische Länder wie die Türkei, die Ukraine, Großbritannien und mehrere Balkanstaaten. Der XXL-Gipfel soll vor allem ein Zeichen Richtung Russland senden. Europa lässt sich von Präsident Putin nicht spalten. Ein Fenster dieser Burg hat bereits Geschichte geschrieben. Mit dem Prager Fenstersturz 1618 begann der 30-jährige Krieg. Jetzt soll es hier um Frieden in Europa gehen und das in einer ganz neuen, großen europäischen Runde. Neben den 27 EU-Ländern sind die Balkanstaaten eingeladen, außerdem Großbritannien, die Türkei und ehemalige Sowjetrepubliken wie die Ukraine. Der Megagipfel solle, so Bundeskanzler Scholz, andere Institutionen nicht ersetzen, sondern ergänzen.
Es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können. Das zentrale Thema, die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Da wünschen sich viele ein gemeinsames, klares Vorgehen. So haben die Anschläge auf die Gaspipelines gezeigt, wie anfällig die kritische Infrastruktur in Europa sei. Und die Abhängigkeit vom russischen Gas ließe sich auch nur gemeinsam lösen. Zwei Dinge müssen nach den Gesprächen feststehen, wie die Sicherheit in Europa gewahrt werden kann, vor allem mit Blick auf die schreckliche russische Aggression und außerdem, wie wir Fortschritte erzielen wollen in den Fragen Energie, Klimawandel und Wirtschaft. Von einer geschlossenen Front gegen Putin wird in Prag gesprochen, auch wenn es unter einzelnen Ländern Konflikte und Unstimmigkeiten gibt. Mindestens 21 Tote und viele Menschen werden noch vermisst. Im Mittelmeer hat sich in der Nacht erneut ein Flüchtlingsdrama abgespielt. Zwei vollbesetzte Boote waren vor Kythira und Lesbos bei Sturm gesunken. Mehrere Flüchtlinge konnten sich an die steilen Ufer der Inseln retten, wo sie dann von Hilfsmannschaften in Sicherheit gebracht wurden. Insgesamt sollen mehr als 130 Flüchtlinge auf den Booten gewesen sein. Etwa 90 Überlebende wurden bei den Suchaktionen an Land und auf See gefunden. Bei einem Angriff auf einen Kindergarten im Norden Thailands sind mindestens 30 Menschen getötet worden. Unter den Opfern sind mehr als 20 Kinder. Nach Polizeiangaben stürmte ein mit einem Messer und Schusswaffen bewaffneter Mann eine Kindertagesstätte und schoss dort um sich. Anschließend ergriff er die Flucht und tötete seine Familie und sich selbst. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen früheren Polizisten handeln. Und zum Schluss der Sendung werfen wir noch einen Blick auf das Wetter und auf die Aussichten. Morgen im Süden nach zum Teil zäher Nebelauflösung freundlich, im Norden viel Sonne, Richtung Nordsee aber mehr Wolken. Die Tageshöchstwerte bewegen sich morgen zwischen 15 und 21 Grad. Und das war's für den Moment. Um 16 Uhr haben wir hier eine neue Tagesschau für Sie. Informationen und Hintergründe haben wir durchgehend auch auf tagesschau24 und tagesschau.de. Bis später, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.